Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen genießen. Jawohl, machen wir wieder, gell? Was machen wir heute? Machen wir was Süßes? Ja. Heute machen wir wieder was Süßes. Diese was mausgeformten Kekse. Mausgeformten Kekse. Heute machen wir gebackene Mäuse. Ja, mit Staubzucker. Hat aber nichts mit Maus zu tun, das ist ein Hefeteiggebäck. Und auch das nichts mit mir zu tun. Hat auch nichts mit dir zu tun. Ich bin keine Maus, sondern ein Mensch. Du bist schon meine kleine Maus. Weil eine süße Maus, die macht man nicht. Die braucht man nicht backen. Weil ich will mich nicht gebacken haben. Okay. Also gebackene Mäuse machen wir heute mit Vanillesauce. Ja. Dazu brauchen wir einige Zutaten, die zeigen wir euch dann gleich. So, wir brauchen für das Ganze 400 Gramm Mehl, 2 Eidotter, 200 Milliliter Milch, 100 Gramm Butter, einen Würfel Hefe, etwas Salz und Zucker. So, dann haben wir hier das Mehl in einer Schüssel. Dann habe ich die Milch, die Hälfte davon habe ich aufgewärmt. Da kommt die Hefe hinein. Lösen wir da drinnen auf. Weil wir brauchen ein sogenanntes Dampfen, nennt man das. Dumpfel. Kennst du einen Dampfel? So, die Hefe hat sich aufgelöst. Siehst du das? Die Milch ist andere Farbe als bei der Hefe. Ja, ist logisch, weil die Hefe da drinnen ist. So, das hat sich jetzt aufgelöst. Danach kommt jetzt da Zucker. Zucker. Warum Zucker? Damit es süß schmeckt, wie süß. Das auch, ja. Aber bei Zucker ist ein Nährmittel für die Hefe. Ja. Das heißt, die Hefe wandelt den Zucker um in Alkohol und Alkohol macht das Ganze nicht so Alkohol. Der gibt Gärstoffe ab. Und durch das entstehen Luftblasen und dann durch das geht der Teig auf und wird flauschig. Das hast du jetzt nicht verstanden, ich erkläre das später noch einmal. So, setze das, hat sich schön aufgelöst. Dann gehen wir da von der Menge Mehl, was wir im Rezept haben, etwas Mehl, so 2-3 Löffeln in die Milch, tun das schön verrühren, dass eine cremige Masse werden soll. Aber nicht übertreiben mit dem Zucker. Nein, nur 1,5 Löffel habe ich dazu gegeben, das soll nur leicht süßlich, weil wir geben dann Staubzucker dazu. Ne? Ja, wenn es ein bisschen zu viel ist, dann wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr von vorne anfangen. So, das müsst ihr dann selber sehen. So, das passt dann schon. Ist das okay, was ich gerade gesagt habe? So. Schauen, dass wir keine Bröckeln haben. So, und das lassen wir jetzt ungefähr 20 Minuten stehen. Und ich denke, dass ich bei den Videos... So, jetzt sind ungefähr 10 Minuten vergangen. Wir brauchen noch 10 Minuten. Seht ihr das, wie das aufgeht? Das schlagt dann solche Blasen und wenn das ungefähr um das Doppelte aufgegangen ist, dann ist das fertig. Ja. Dann können wir es mit dem Mehl zusammenmischen. So, die 20 Minuten sind vorbei. Schaut her. Ja. So ist das aufgegangen. Und ich habe inzwischen auch die Butter flüssig gemacht. Die zweite darf ich schon in zum Mehl dazugeben. Die Butter geben wir jetzt dazu. Und ich hatte Angst, dass alles rausfließt. Naja, sowas. Etwas Salz. Dann die restliche Milch. Ja. Die kalte. Ja. Und dann gehen wir dazu. Das Dampfel nennt man das. Hefeteig-Dampfel. Schau, wie schön. Schau, Schatz. Wow. Ich bin nicht Schatz. Oh ja, meine kleine Maus, bist du mein kleiner Schatz. Ich bin aber nicht dein so. Schatz. Ich bin nicht deine Mutter. Du bist meine Tochter und deswegen bist du auch mein Schatz. Du verstehst so. Mich echt nicht. Und dann tun wir das Ganze umrühren. Schauen wir, dass wir einen schönen Teig zusammenbringen, dass es schön gleichmäßig wird. Ja.
fragst mich, ob die Mäuse echt gut sind. Die sind sicher gut. So, der Hefeteig ist so halbflüssig. Das ist nicht so wie für Buchteln oder was. Der bleibt so halbflüssig. Das heißt, der wird da durchgeschlagen. So, schaut's, aber das denkt man dann wie Nockerl aus. In der Zwischenzeit, dass eine schöne glatte Masse wird, schön schlagen. Seht ihr das? So, und schön runterputzen alles. Und wie kriegst du das jetzt vom Holzlöffel? Das kriege ich so vom Holzlöffel, schau. Das klebt jetzt auf den anderen. Nein, das klebt nicht, weil das ist Plastik und Plastik klebt nicht. So, schau her. Bei Plastik hat es für mich immer geklebt. Ja, hat es immer geklebt? Ja. Schau, das geht alles runter. Das habe ich schon mal bei einem... Schön sauber machen. Dummkoch-Video gesehen. Ein Dummkoch-Video? Wer hat das Dummkoch-Video gemacht? Ein Unbekannter. Das Video habe ich angeschaut und hat alles falsch gemacht. So, das ist jetzt der Grundteig. Können wir noch etwas Mehl drüber streichen? Er hat das. Nehmen wir nochmal das, was du dazu zum Aufsaugen in die warme Milch gegeben hast. Was war das nochmal, was du zum Auftauen in die warme Milch gegeben hast? Hefe. Er hat die Hefe als Dekoration draufgemacht. Wirklich? Nein, wenn er meint. Hat nicht funktioniert, ne? Das ist eben zerfallen, weil er das Teig nicht gebacken hat. So, gut, dann decken wir jetzt zu. Und er braucht wieder 20 Minuten. So, liebe Leute, der Teig ist aufgegangen. 20 Minuten sind um. Wir machen jetzt Folgendes. Ich habe jetzt das Öl am Herd gestellt, langsam, alles mit der Ruhe. Das lassen wir jetzt heiß werden. Ungefähr 180 Grad. In der Zwischenzeit machen wir die Vanillesauce. Ja. Ja. Aber nicht sagen, was. So, wir haben hier einen Topf mit Wasser, etwas Wasser reingegeben für die Vanillesauce. Und dann jetzt kocht das und dann geben wir die Milch dazu. Das lassen wir jetzt mal aufkochen. Die Vanillesauce. Ein Packerl ist für einen halben Liter. Wir haben aber einen Liter Vanille und Milch rein und müssen jetzt die Vanillesauce aufrühren. Schau. Kann ich das tun? Hau vorsichtig, das klebt nämlich unten. Das geht nicht so leicht, gell? Weil sonst machst du dich voll. Ich mach das lieber selber. Schön. Was? Ist das Vanillepulver? Ist eigentlich nichts anderes wie Stärkemehl, Vanillegeschmack und Farbstoff ist da drinnen. Was ich normalerweise, wenn ich es selber mache, mit Eidotter herstellen kann. Nur kann dann passieren, wenn ich das zu heiß werden lasse, dass man das Eidotter ausflockt. Und das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht, nein, das löst sich schon. Und das ist wie eine Klebemasse, ja. Wenn man das nicht gleich aufrührt und es ein bisschen stehen lässt, setzt sich das ab. So, siehst du, jetzt haben wir es. So, das ist gut. Können wir das gleich mitnehmen. Das wird auch schon langsam heiß. Jawohl, das drehen wir zurück auf ungefähr 7. 180 Grad habe ich gesagt, soll das haben. Dann haben wir hier noch einmal die Germteig, den tun wir noch mal kurz durch. Mischen, dass das Mehl wegkommt. Seht ihr das? So. Passt. Jetzt ist es so eine halbfeste Masse, ist das. Und Vanillepudding stellen wir da rüber. Und jetzt könnt ihr machen mit einem Löffel kurz ins Öl tauchen. Und dann so solche Nockerl ausstechen. Die kann man dann da reinfließen lassen, siehst du? Ja. Das werden dann die gebackenen Mäuse. Aber das sieht doch immer nicht aus wie Mäuse. Das sieht aber, das hat der Name gesagt, das nur weil sie so klein und rund sind. Und formst du sie dann aber so? Klein so. Ich habe gedacht, du formst
sie. Nein, kann man nicht formen. Ich bin keine Mäuse, die heißen nur so. Die brauchen ungefähr 2 bis 3 Minuten im heißen Fett. Aber ich hoffe, das wird schön aussehen. Ist dann schon ziemlich fertig. Siehst du, einen schönen Rausstich, einen schönen Nockerl machen. Du machst aber keinen Nockerl. Geht ja auf, Schatz, ich schau ja. Und dann machst du breite Nockerl. Nockerl. Nockerl? Ja, schau, wie schön die aufgehen. Ein paar Mäuse. Ein paar Mäuse. Mäuserich. Und siehst Leute, du das? Schau, wie schön die werden. Schau her. Wie ihr schon beim Zucker gehört habt, bitte übertreibt nicht. Mhm. Weil sonst wird es ein bisschen zu süß. Und zu viel Zucker ist auch nicht gut. Genau. So. Ups. Viel? Das finden wir nicht, das brauchen wir schon Zucker. Ja, es muss ja schon sein. Und darf ich den Teig durchkneten? Nein, braucht man nicht durchkneten. Gemein. Das ist nicht gemein, das ist so. Darf ich auch mal? Ja. Das versuchen? Mhm. Aufpassen, man ist fett. Dass es nicht auf mich spritzt? Ja. Kann schon, ne? Nein, nicht zu fest. Ah, spritzt raus, mal. Das ist gefährlich, was du machst. Ich glaube, weil diese. Schau her, Zucker, dass das vielleicht fertig ist. So rausziehen. Okay, aber kann ich das dann da unten stellen? Jetzt mal warten. Dosen stellen. Dosen. So, die putzen da vor sich hin. Ja, aber das sieht nicht so schön aus wie bei den. Die werden auch so schön, schau. Die gehen auch schön auf. Aber dort sind sie wie echt. Dort sind sie wie Mäuse auf und hier sind sie nicht wie Mäuse auf. Die heißen, Schatz, die werden immer unterschiedlich. Das ist zufällig, dass die so geworden sind. So, brauchen wir einen Teller? Ja, aber bitte spritzt das Öl nicht auf mich. Weil sonst verbrenne ich nicht. So, wir sind fertig. Wir werden jetzt das Ganze anrichten. Mhm. Mal da die Vanillesauce. Ja, schön viel. Schön viel, ja. Und wenn man nachher die Vanillesauce kann man immer essen. Das ist so. So, schaut, da können wir Vanillesauce in die Mitte. So, dass das schön am Teller auseinander rennt, wie ein Spiegel. Mhm. Und dann setzen wir so die Mäuse. Wie ihr schon gesehen habt, das sind keine echten. Und den See herum. Planschen. So, Planschen. So. Jetzt und noch Staubzucker. Ich finde das. Das haben wir zusammen gesagt. Das Mehl. Das ist gut. Wieso kannst du Mehl und Staubzucker nicht? Vergleichen. Richtet das? So, der Staubzucker drauf. Und das war's schon. Ein einfaches Gericht. Lecker, mhm. Wertvoll, und schmeckt einfach. Jeden und schnell. Nein? Ja. So, das war's wieder für heute von uns. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, gutes Gelingen, viel Spaß beim Nachkochen und tschüss. Tschüss. Bis später.